Ja, da wünsche ich alle erstmal einen schönen guten Morgen. Ja, den einen das Glück, das andere das Pech heute, Freitag, der 13. Bei uns ist der Aufzug, heute sollte er eigentlich fertig sein, aber ich habe gerade einen Bauarbeiter gesehen, der hat gerade wieder Sachen auf den Rollwagen gepackt, also das sieht nämlich heute nicht gut aus für uns. Also wir haben nämlich Pech. Und zweitens, dafür bleibt das Wetter heute, das Glück ist, dafür bleibt das Wetter heute schön, bis 27 Grad eventuell wird es heute. Und ja, der Grund dafür ist, es sind auch heute insgesamt 3 Geburtstage statt, wenn nicht 4. Oder mehrere. Wie gesagt, den einen das Glück, das andere das Pech. Wir haben Pech, dass der Aufzug nicht fertig wird. Das, ich habe gerade wirklich jetzt einen Arbeiter gesehen. Unten steht so ein weißer Bulli. Der hat schon wieder Sachen aufgepackt. Es wird dann wieder gebohrt und gestemmt. Wieder mal. Und ja. Und dafür haben die Geburtstagskinder Glück mit dem Geburtstagswetter. Eigentlich hatten die ja Gewitter gemeldet, aber sieht nicht danach aus. Das Wetter soll heute den ganzen Tag so bleiben. Mit 27 Grad dabei. Und erstmal einen guten Start ins Wochenende, sag ich mal, ja? Trotz Freitag, der 13. einen guten Start ins Wochenende. Mal sehen, was heute noch mehr Schönes passiert beim Freitag, der 13. Noch mehr Pech kann man auch nicht in Zukunft haben. Aber dafür habe ich letzte Nacht 5 Sternstuppen gesehen. Eins muss ich sagen. Aber leider 5 schwache Sternstuppen. Die restlichen Mal haben bestimmt gekommen, wo ich schon im Bett lag. Ja, Foto machen konnte ich sowieso nicht. Ich habe nur erstmal diesen Jupiterstern fotografiert und aufgenommen. Wie gesagt, heute und dann morgen wird es noch wärmer, wenn wir Glück haben. Da wird es dann 28 Grad. Aber nächste Woche, sage ich nur eins, kriegen wir einen richtigen Frühherbst mit Sturm, Regen, Gewitter und Sturmgefahr. Das ist jetzt das Pech, was nächste Woche kommt. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende, einen guten Start ins Wochenende und einen schönen Freitag, den 13. noch. Hihi.